Einen schönen guten Abend zu dieser ausgesprochen gut besuchten Runde einer neuen Ausgabe der Editing Challenge. Und es freut mich heute besonders, Alexa Becker als Expertin zu Gast zu haben, die gegen Wolfgang Zurbrunn antritt. Und Alexa war erst im Dezember bei Alex Hagmann und mir im Insta-Talk. Und da haben wir schon sehr viel gehört, was sie gemacht hat, woher sie kommt. Sie hat Kunstgeschichte an der Uni Heidelberg studiert, ist dann in den Kera Verlag gewechselt, hat dort in den Bereichen PR, Vertrieb, Projektmanagement und Buchherstellung gearbeitet und war dort Acquisitions Editor, hat Fotoprojekte ausgewählt und das Spektrum der Titel erweitert. Sie ist ein gern gesehener und viel gesehener Gast auf den Portfolio-Reviews der großen Festivals, wie ich sie, glaube ich, auch kennengelernt habe. Mittlerweile arbeitet sie immer noch mit dem Kera Verlag, aber freiberuflich und ist jetzt Photography Coach, Publishing Consultant und kann um Rat gefragt werden, wenn es um Fotoprojekte geht. Und ich bin gespannt, was ihr heute Abend als Book damit zu präsentieren hat. Auf der anderen Seite Wolfgang Zurbrunn, unser DFA-Fotobuchexperte, der seit Jahrzehnten mit der Lichtblick School und seinen Fotobuch-Editing-Kurse in der ganzen Welt bekannt ist und der uns hier immer wieder überrascht mit Entwürfen, die man so gar nicht erwartet hat. Und ich bin gespannt, was heute Abend dann von Wolfgang kommt. Und wir haben heute Fotografien von Richard Crandall. Herzlichen Dank, Richard, dass du das Material zur Verfügung stellst. Richard Crandall wurde 1987 in Rumänien geboren und lebt mit seiner Frau und den beiden Töchtern in Ortenburg in Niederbayern. Und die Fotografie nutzt er als künstlerisches Ausdrucksmittel, um die Spannung zwischen dem Schmerz der Vergänglichkeit und der Schönheit des Lebens zu zeigen. Und zur Fotografie kam er vor etwa 10 Jahren und arbeitet seit 2015 nebenbei als Fotograf. Und damit möchte ich erstmal das Wort an Richard geben, der uns etwas zu dem Bildmaterial sagen kann, das Alexa und Wolfgang benutzt haben. Bitte, Richard. Ja, danke Boris und hallo an alle erstmal. Es freut mich wirklich sehr, dass ich heute bei dieser Editing Challenge dabei sein darf. Und ich schätze es auch sehr, dass zwei so großartige Kuratoren an meinem Bildmaterial arbeiten. Also vielen Dank dafür erstmal. Ja, was mache ich da eigentlich? Ich mache mittlerweile ausschließlich freie Arbeiten, fotografiere mein Leben. Ich verarbeite dabei Dinge, die mich beschäftigen in so einer Art, ja, Private Diary, wenn man so möchte. Dabei gehe ich halt rein nach meiner Intuition, also nicht dokumentarisch und auch selten konzeptionell vor. Also ich fotografiere im Grunde erstmal alles, was mich antriggert und ich finde es halt einfach spannend zu sehen, was einem die Bilder über einem selbst erzählen, wenn man es im Nachgang betrachtet und dann zulässt. Ja. Die eingesendeten Bilder, also zu den eingesendeten Bildern, die befassen sich oder ich befasse mich da mit dem Schmerz der Vergänglichkeit, wie schon von Boris beschrieben. Das ist eine innere Zerrissenheit einfach. Ich denke, das Leben, das bietet so viel Schönes. Also allein wenn ich in die Augen von meinen Kindern blicke, da ist da so viel Leichtigkeit, Schönheit, Unbeschwertheit. Aber das Bewusstsein darüber, dass einem die Zeit einfach alles Schöne irgendwann nimmt, das schwingt halt immer wieder wie so ein dumpfes Gefühl von Taubheit oder so eine schwarze Wolke einfach mit. Man kann sich dem gar nicht entziehen. Weil die Endlichkeit ist einfach mal Fakt. Ja, und die gehört auch zum Leben dazu. Und trotzdem ist es immer wieder hart, ja, wenn man sich dessen bewusst wird, dass alles vergänglich ist und irgendwann mal alles zu einer Erinnerung oder zum Traum wird. Und dieser innere Konflikt, der zeigt sich in meinen Bildern und in diesem Bildmaterial. Und das sind teils banale Alltagsszenen, gemischt mit symbolischen Aufnahmen. Also ist auch durch alles Sujets, also Landschaft, Porträt, alles dabei im Grunde, weil es ist halt einfach mein Alltag, den ich laufend und täglich fotografiere. Also private und also im privaten und öffentlichen Raum. Ja. Und jetzt höre ich auch auf zu labern, weil ich kann es echt kaum erwarten, die Bücher zu sehen. Ich bin schon den ganzen Tag total aufgeregt. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Danke. Okay, ja, und ich glaube, Alexa fängt an und Alexa wird uns auch noch so einen kleinen Überblick geben über das Gesamtmaterial.
Ja, voll gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich fand es auch schon spannend, im Open Call die vielen schönen Serien zu sehen, die eingereicht worden sind, und habe mich dann spontan für Richards Arbeit begeistert, und Wolfgang ging es genauso, und von daher war das sehr einvernehmlich. Und auch ich bin gespannt, die andere Seite natürlich dann zu sehen. Ich bin großer Fan von Wolfgang und wie er das Bildmaterial immer wieder auf wundersame Art und Weise neu ordnet. Und ich hoffe, ich kann auch einen kleinen Beitrag hier leisten und dass es Richard letztlich auch gefällt. Schauen wir mal. Okay, dann fangen wir mal an in quasi altbewährter Manier. Würde ich gerne mal erst so einen kleinen Überblick, wie du schon sagtest, Boris, über das Bildmaterial geben. Seht ihr meinen Bildschirm? Super. Und zwar, also es waren, glaube ich, 127 Bilder insgesamt ungefähr. Und dann habe ich die mal kategorisch, so wie Wolfgang das ja auch immer sagt, auseinandergenommen und Gruppen gebildet. Und da hatten wir zum einen einen großen Themenblock die Kinder eben, die wir hier sehen. Und man sieht hier auch schon, dass es sich so ein bisschen, ne, schon so, man ordnet dann intuitiv zusammen, eher die Figuren, dann eher die Ausschnitte, und wo man schon so spürt, okay, das könnte zusammenpassen. Dann gibt es einen relativ großen Block Natur. Hier hätte ich gerne, sage ich schon vorweg, mehrere Bilder noch mehr, also noch mehr Naturbilder integriert, aber ich habe gemerkt, das passt nicht in meinen Erzählstrang rein, und dann habe ich schweren Herzens auf einige Bilder verzichtet. Dann gab es die Intérieurs. Also hier sehen wir auch ein Porträt. Das habe ich aber dann sofort zu den Intérieurs dazu gepackt, weil ich wusste, das muss mit dieser Treppe zusammen. Es gibt die Paarbilder, wo man eben das Paar zusammen sieht. Davon hätte ich gerne mehr gehabt, aber gut, so ist es nun mal. Und es gibt Nachtbilder, ob auf dem Land oder in der Stadt, da gibt es einiges Material. Und dann gab es von mir noch die persönlichen Outtakes, wo ich von vornherein wusste, okay, das fällt für mich irgendwie in keine Kategorie so richtig rein, beziehungsweise die, ich sage jetzt mal hart, die will ich nicht dabei haben. Ja? genau, so hat sich das in diese 5 oder 6 Kategorien zunächst unterteilt. Dann stoppe ich hier mal diese Ansicht und würde dann zu meinem Buchentwurf gehen. Kleinen Moment. Okay. Ah, Momentchen, ich habe jetzt natürlich nicht das PDF-Dokument aufgemacht, sondern den richtigen Entwurf. Das sollte nicht sein. So, jetzt. Ich teile nochmal. Ihr seht das? Noch nicht, gell? Moment. Jetzt? Okay, super. Also, wie Richard ja schon sagte, es geht um... Jetzt sehen wir erstmal deinen Desktop-Hintergrund. Entschuldige. Oh. Groß haben. Wir sehen jetzt einen Strand und ein kleines... Aha, so ist es nicht gemeint. Wartet mal, warum? Ich guck mal, wartet kurz. Jetzt sehen wir es. Super, okay. Strand ist auch nicht verkehrt, hat aber jetzt leider nichts mit dem Thema zu tun. Genau, wie Richard schon sagte, es geht ja um Vergänglichkeit, um diese Schönheit, die man empfindet, aber auch eben den Schmerz darüber, dass alles dann mal ein Ende hat. Und so habe ich jetzt dem Ganzen einen Titel gegeben. Die Arbeit hatte nämlich keinen Titel und habe es einfach Fleeting Moments genannt. Eben die flüchtigen Momente. Und habe dieses Motiv jetzt ausgewählt, weil ich dachte, ja, die Blumen sind ja auch dann irgendwann mal verwelkt. Und ich wollte jetzt aber auch kein Kind aufs Cover nehmen oder nur Natur, so ein Naturbild oder ein Stadtbild, weil ich dachte, okay, dann denkt jeder, okay, das ist ein Buch über Kinder, das ist ein Buch über Street Photography, das ist ein Buch über Natur, und ich wollte sowas auswählen, was so eine gewisse Offenheit im Motiv hat. Genau. Dann kommt erstmal der Vorsatz, der Titel. Und dann fängt es auch schon gleich an. Ich habe mit Natur angefangen, weil es ja doch ein recht großer Themenblock ist und weil es erstmal so ein bisschen offen einführen sollte.
und habe hier mir erlaubt, auch zwei Bilder übereinander zu legen, einfach weil ich das Gefühl hatte, das macht irgendwie, das verdichtet das Ganze nochmal und macht einen schönen Effekt. Habe hier also auch mit verschiedenen Bildgrößen dann gespielt. Dann sehen wir hier so im Dunkeln die Natur. Also es hat so auch was mit Verborgenheit zu tun, bevor wir dann so langsam uns an die Kinder rantasten. Und erstmal sehen wir die Kinder auch von hinten noch so integriert in der Natur, fast noch wie in so einem anderen Reich so ein bisschen. Bevor es dann konkreter wird, aber immer noch die Kinder so in der Natur im Grünen eingebunden sind. Und dann auch erstmal das erste Kind, was wir so richtig sehen, hält sich noch die Hand vors Gesicht. Und das zweite Bild, des Pendant dazu, greift eben dieses Weiß auf und dieses Schattenhafte und diese Ruhe irgendwie, die auch manchmal zu Hause herrscht. Bevor wir dann wieder mit Schatten überleitend dann zum ersten Porträt gehen, wo wir das Gesicht so richtig sehen. Und auch hier sehen wir, es ist ein nachdenkliches Gesicht. Ne? Wir assoziieren mit Kindern gerne immer diese überbordende Freude und ne, Energie und so, aber es gibt auch ganz viele, viele stille Momente und kontemplative Momente. Und damit wollte ich einfach mal so ganz sanft anfangen. Und dann aber auch darauf zurückspringen, wo das eigentlich alles herkommt, nämlich von einem Paar, was sich irgendwann mal gefunden hat und gesagt hat, okay, wir wollen eine Familie gründen. Man sieht ja auch, es ist ja schon passiert, da ist schon ein Kinderbeinchen im Hintergrund, aber diese Geste fand ich unheimlich schön mit den Händen, die sich greifen, dem Ehering, aber auch gleichzeitig der Uhr, die natürlich auf die vergehende Zeit verweist. Und dann hier vielleicht ein komischer Sprung erstmal auf den ersten Blick, aber für mich waren diese Tormänner oder die man da so benutzt beim Fußball wahrscheinlich, wie so ein Stellvertreterbild für alle die Ahnen, die vor einem waren, die in dieser Familie auch mal gelebt haben, die jetzt aber vergessen sind und eben die keine Gesichter mehr haben, die aber natürlich trotzdem mit ihrer Geschichte das heute mitprägen und auch Einfluss auf uns nehmen, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Man sagt ja auch manchmal, ach, ganz wie der Opa oder so. Das sind Geschichten, die sich in unsere DNA eingestrickt haben, Charakterzüge und so weiter. Und dafür steht dieses Bild für mich. Und dieses Bild wiederum, auch Fußballplatzatmosphäre, eigentlich so ganz banal, aber diese leeren Sitze stehen für mich für die Menschen, die dann da kommen können, für die Seelen, die dann ins Leben kommen quasi und dann die Erde bevölkern zu diesem Zeitpunkt in der Gegenwart. Genau, und entsprechend hier auch wieder die Kinder, die so im Schatten quasi nur als Idee erstmal existieren. Also ihr seht, ich habe das nicht komplett linear aufgebaut, sondern es gibt schon diese zeitlichen Sprünge auch, aber ich denke, macht ja nichts. Und die schaukeln sich dann so ins Leben rein und auf einmal sind wir dann mittendrin. Ja, dann sind wir, keine Ahnung, in Rimini in Italien am Strand und dann krachen die Farben plötzlich und es gibt Süßigkeiten und dann ist so alles da, was das Kind braucht, um im Sommer glücklich zu sein. Und da zeigt ja auch dieses sich drehende Windrad, weist ja auch darauf zurück und auch greift die Farben auf. Und hier als Gegensatzpaar, aber auch dieser stille Moment, wo einfach nur der Arm fotografiert ist mit diesem sanften Licht und diesen abgeblätterten Tattoos schon wieder. Also es ist so dieser Gegensatz von Ruhe und Bewegtheit, der mir hier Spaß gemacht hat einfach. Und auch diese Zartheit einfach von dem Arm, diese Haut. Ja, also ich finde, das sind unheimlich nahe Bilder und geben sehr schön die Atmosphäre wieder oder dieses Gefühl auch, glaube ich, mit dem der Vater das fotografiert und aufgenommen. Und dann auch wieder hier diese mehr so aktionsreiche Bilder, einmal im Schatten und einmal dann wieder so live auf dem Trampolin, die Freude, die da so spürbar ist. Dann aber auch wieder dieser Aspekt auch der Einsamkeit. Auch Kinder sind manchmal, wie gesagt, nachdenklich, einsam. Und dann aber auch wieder dieser rote, quasi so ein bisschen zuckerverklebte Mund mit dem abgebrochenen Zahn, also so richtig mitten im Leben einfach. Und das Leben bringt natürlich auch so diese schmerzhaften Momente, körperlich schmerzhafte Momente mit sich. Und
auch die, ich fand das ein unheimlich starkes Bild, weil das Kind schreit, ja, diese dreckige Hand des Erwachsenen am Kind dran, diese Verbindung im Schmerz wie in der Freude auch, ne? Und es gibt einfach diese Momente, die sind nicht lustig und die gehören natürlich genauso dazu und zum Glück vergehen die ja dann auch wieder. Es ist ja nicht nur das Schöne, was vergeht, sondern auch diese furchtbaren Momente. Und dann wieder eine kleine Überleitung ins eher in den Innenraum, so ein bisschen ins Kontemplative auch. Die Bonbonfarben sind immer noch so ein bisschen da. Und dann eben auch an der Farbe geleitet sozusagen dieses Lila, kommen wir dann wieder in einen ganz anderen, also im Englischen würde man sagen Headspace. Ja? Also hier werden so ein bisschen noch die Barbies geordnet und dann leitet dieses Lila auch wieder über auf das Mädchen rechts, was ja wirklich so ganz in sich gekehrt scheinbar einfach nur ins Leere blickt. Und wir wissen nicht genau, was es nachdenkt. Hier kommt gerade meine Tochter rein, apropos. Ne? Das ist jetzt nicht so vorgesehen. Lilly, kannst du ins Bett gehen? Geh mal zum Papa. Okay. Und dieses Mädchen guckt in die Leere und man schaut sich mal hier so auch diesen zarten Hautton an. Und dann sind wir plötzlich im Nebel, im Wald. Und dieser einsame, kalte Nebelwald, den finde ich einen Sprung, der eigentlich auch ganz gut passt, weil es so zu dieser Innenschau auch für mich gepasst hat, dieses Kind. Und dann kommt natürlich auch der Tod, ja, der Vogel, der auf diesem harten, ich weiß nicht, ob es Schnee ist, liegt. Und dann daneben auch wieder Natur, der Baum in der Dunkelheit. Also es ist ja alles eher unwirklich und unwirtlich auch. Und dann wiederum hier die Hütte im Nebel, umgeben von den ja, Bäumen, die ja auch so, es ist ja eher auch so eine, wie so eine Traumlandschaft, aber irgendwie verheißt es auch nichts unbedingt was Gutes. Oder zumindest eher mysteriös. Und dann wiederum so die Weite des Himmels, die Vögel fliegen in den Himmel, der mit so prächtigen Wolken bedeckt ist und mit den Bäumen. Also es ist für mich ein unglaublich schönes, freies Bild, auch obwohl es optisch natürlich auch seine Begrenzungen hat. Und dann wollte ich gerne überleiten auch zu diesen Stadtbildern und habe gedacht, okay, hier die Taube, die in dieser ganz krassen Perspektive aus dem Haus oder von dem Haus wegfliegt, könnte dafür eine ganz gute Brücke sein, ein Brückenbild sozusagen. Und dann ganz krass der Schnitt wiederum in die Stadt rein. Was mir hier unheimlich gut gefallen hat an diesem Bildpaar, war diese, also hier ist es ja eine Reflexion, die dunkel und hell widerspiegelt. Und hier ist es einfach Schatten und eine Straßenlaterne, die das Bild ganz geometrisch sozusagen in hell und dunkel einteilt. Und das fand ich deswegen eigentlich ein ganz schönes Bildpaar. Und dann kommen wir auf dieses vereinsamte leere Bütchen, was da so absurd am Rande des Parkplatzes steht und keiner ist da und es ist mitten in der Nacht und es hat ja auch sowas, ja, also es spricht von Einsamkeit und so ein bisschen Deplatziertheit auch. Und dann eben auch als Überleitung zu dem Mann, der da alleine steht, eingepackt, warm eingepackt und in dieses, naja, ich weiß nicht, ob es besonders schön ist, das Schaufenster, aber da so reinguckt, auch hier wieder diese Vereinzelung des Menschen in dem Fall. Was dann wiederum überleitet auch auf ein Objekt, was auf der Straße steht, das Auto, aber auch gleichzeitig ein Interieur ist. Nein. Und auch wieder diese ist irgendwas? Es war was. Jetzt merkt es. Bitte? Alles okay. Ich habe ja jemanden stumm geschaltet. Okay. Genau, also wir sind hier beim Auto-Interieur sozusagen. Und dann kommt es ganz krass aufs nächste Interieur, nämlich im Innenraum. Hier. Ich muss mal meine Katze jetzt rauslassen. Es tut mir leid. Ja, das ist eine schöne Pause, die wir jetzt mit einem kleinen Getränk, einer Erfrischung überbrücken können. Ich
bin bis, kannte das, bis, das Material bisher überhaupt nicht. So ist das Leben, genau. Also entschuldigt bitte die Störung. Genau, wir sind gesprungen vom Außeninterieur zum Wohninterieur sozusagen und sind hier dann eben bei auch verlassenen Orten, einmal der Stuhl, einmal das Bett, wobei ich glaube, dass hier das eher so ein, die Einrichtung einer älteren Person sein könnte und hier sehe ich so ein paar Pixie-Bücher, aber ich fand einfach die Lichtstimmung und dieses Intime, das aber auch so die Abwesenheit zeigt, ganz spannend. Und dann sehen wir eben diese ältere Frau, die auf ihre leeren Hände guckt und naja, man kann spekulieren, ne? Denkt sie über ihre Vergangenheit nach, über das, was geblieben ist, über die Kinder, die sie aufgezogen hat, die jetzt nicht mehr da sind. Und da im Gegensatz dazu fand ich diese Treppe ein ganz schönes Pendant, weil die Treppe geht nach oben, sie führt aber auch nach unten. Ne, auf welchem Weg befindet sich diese Frau? Welche Treppen, welche Stufen, welche Hürden sind schon genommen worden? Was liegt noch vor ihr? Das fand ich eine ganz interessante Idee zumindest. Und farblich passt es auch wunderschön zusammen. Und dann eben hier nochmal in Großaufnahmen so auch ein Stillleben einfach. Und dann geht es so in die geordnete Natur, sag ich mal. Wir hatten ja am Anfang Waldstimmung und eher so diese freie Natur. Und hier ist dann alles so schön geordnet mit dem Gartenschlauch und mit dem eingefassten Beet. Und dann rechts diese arme Pflanze in dem Topf. Und da habe ich mir auch nochmal erlaubt, zwei Bilder übereinander zu legen. Das eine ist eine Hausecke außen und das andere ist diese Pflanze innen, weil ich auch dachte, irgendwie verdichtet das die ganze Sache nochmal. Von dieser zivilisierten Natur gehen wir dann wieder doch so ein bisschen mehr ins Lockere, aber da ist immer noch so die Handschrift des Menschen eben erkennbar durch dieses Häuschen. Und dann tritt die Natur noch mehr zurück und wir haben wie dieses Jesus Christus lebt auf der einen Seite, auf der anderen Seite den Friedhof. Also es sind ja auch so zwei Seiten ein und derselben Sache. Und da es ja auch um Tod geht, eben auch dieses Friedhofsbild. Und dann in Folge dieser leer stehende Laden, der ja auch irgendwie mal geblüht und gelebt hat und dann ja auch gestorben ist, ausgezogen ist. Und dann aber als schöner Gegensatz davor diese Palmkätzchen, die da verkauft werden. Und wo eben die Natur auch wieder so eine Lebendigkeit mit reinbringt. Und dann bin ich wieder gesprungen und habe mich auf dieses Paar besonnen, was sich da gefunden und getroffen hat und in der Natur ist und ja, diese Familie einfach auch gegründet hat und verkörpert. Nochmal zurück zu den Anfängen, ne? Wir blicken in diesen Himmel, da sind Herzen auch zu sehen in diesem Schmiedeeisernen und dann links das Brautkleid und das wirft einen wieder so ein bisschen zurück in die Vergangenheit, in die potenzielle. Und dann habe ich gedacht, ich muss auch mal ein bisschen Text, also Richard hat auch Texte dazu geschrieben, wollte ich dann auch noch integrieren und habe dazu als Gegenstück dieses wunderschöne Porträt von dem Mädchen gewählt, was eben auch wieder aber so im Schatten ist. Und es geht ja auch um Dunkelheit und dem Alltag entkommen. Und dann das Mädchen links, was eben rausguckt in die Welt und das Mädchen rechts, was die Augen geschlossen hat. Und dann kommt noch einmal diese kreatürliche Komponente mit rein, nämlich das, ich fand das ein ganz spannendes Gegensatzpaar eben dieser Vogel und das Kind und beide haben so ein bisschen so einen undeutbaren Gesichtsausdruck, sage ich mal. Ich kann gar nicht genau beschreiben, was mich da so fasziniert hat, aber irgendwie habe ich gemerkt, diese Bilder wollen aus meiner Sicht zusammenstehen. Und dann eben nochmal kurz Überblende auf den Hühnerhof, auf das Leben dort. Also ich finde auch, Kinder und Tiere sind ja oftmals ganz ganz besonders verbunden und haben da so einen natürlichen Zugang zueinander. Und deswegen habe ich hier auch nochmal das Porträt des Mädchens neben die Hühner gestellt und fand da auch von den Farben und von den Kontrasten hat das unheimlich gut zusammengewirkt.
Und dann gehen wir wieder zurück in die Natur, aber auch in so ein bisschen in dieses Verspielte. Ne? Die Natur nimmt sich das so ein bisschen den Boden wieder zurück und wirkt hier fast auch ornamental. Und das greift sich dann hier auch in diesem wunderschönen Kirschblütenzweig, den die Braut in der Hand hat. Und da machen wir eben nochmal einen ganzen Sprung zurück an den Anfang sozusagen, wie es wohl mal gewesen ist. Ne? Hochzeit, dann Kinder, so wenn man mal so ganz klassisch denkt. Und damit ist meine Sequenz zu Ende. Ich habe also bei weitem nicht das ganze Material verwendet. Ich habe die Geschichte, wenn man so will, eher kurz und knapp erzählt. Aber ja, das wäre meine Variante. Ja, herzlichen Dank, Alexa. Du hast uns hier in einigen Bewegungen durch das Material geführt. Zur Info, wie viel Bilder Ausgangsmaterial gab es? Insgesamt? 127 war das, ne? Okay, und wie viel hast du davon jetzt noch verwendet? Das habe ich gefürchtet, dass jetzt diese Frage kommt. Es sind also 50 Seiten, ich schätze mal, ja doch schon so 70, 80 so rum. Mhm. Ja. Ich schlage vor, wir gehen nahtlos jetzt in Wolfgangs Entwurf über und dann geht der Ball zurück an Richard und dann sind wir gespannt, was er zu den beiden Entwürfen sagt. Erstmal herzlichen Dank für deinen Entwurf und die Mühe, liebe Alexa. Und Wolfgang, okay. Ich würde dich bitten, dann ja. Das Bild zu scheren und zu zeigen. Ich hoffe, ihr seht mein Bildschirm. Ja. So. Das PDF. Genau. Ja, vielen Dank, Alexa, für den wunderbaren Vortrag. Also weil es wird jetzt sehr spannend, irgendwie zu sehen, dass ja viele parallele Gedanken, viele parallele Überlegungen, aber trotzdem ein komplett irgendwie andere Welt, irgendwie, die dann irgendwie da auftaucht. Das ist für mich irgendwie sehr spannend, irgendwie auch, weil, ja, weil wirklich eigentlich die Ideen irgendwie auch durchaus irgendwie parallel sind. Ich habe das On Black Clouds genannt. Irgendwie, das ist auch aus dem Zitat genommen. Das hast du ja vorhin irgendwie auch bei einer Einführung schon gesagt, weil ich finde, dass irgendwie das Buch sehr getragen ist von so einer schweren Leichtigkeit irgendwie so, weil das ist für mich so dieses spannende Moment. Es ist eigentlich wirklich wie so eine Diary, die einen durch den Tag führt, aber gleichzeitig spürt man doch überall irgendwie auch so die Schwere, die Melancholie oder auch irgendwie, ja, wie du beschrieben hast, auch so Todesängste, die da für mich irgendwie schon sehr bestimmend waren auch. Ja, es ist immer irgendwie sehr spannend, wenn man zuerst mal den ganzen Haufen von Bildern sieht. Da ist ja, ich liebe auch erstmal das Chaos, wenn man da zuerst mal gar nicht durchschaut, wo man nicht von vornherein sieht, das ist so eine komplett durchkonzipierte irgendwie Arbeit. Weil von der Arbeitsweise von Richard Grando ist es auf jeden Fall so, dass er sehr stark seiner Intuition traut, irgendwie auch wirklich im Alltag Momente, Räume irgendwie zu finden, die für ihn ausdrucksstark sind. Und wo dann natürlich die große Herausforderung ist, wie man diese losen Bilder dann so zusammenfügt, dass dann narrativ daraus wird, was für andere irgendwie nachvollziehbar wird. Die ersten Bilder sind sehr ähnlich, wie wir sie bei Alexa gesehen haben, irgendwie auch tatsächlich erstmal auf dem Miroboard das ganze Material irgendwie zu strukturieren, in verschiedene Kapitel einzuteilen. Die Mittelachse hier bei mir ist auch die Bilder, die ausgewählt sind und die am Rand, die dann aussortiert sind. Also tatsächlich ist zum Schluss so ungefähr die gleiche Menge irgendwie auch von Bildern, die auftauchte. Hier kann man sich dem schon annähern, dann sieht man schon mehr die Gruppierungen. Aber ich gehe jetzt schon auch ins Detail, eben hier auch zu zeigen, das sind eben die man am meisten irgendwie als Porträts irgendwie verstehen kann. Und ich finde schon, dass es sehr besondere Porträts sind. Es gibt ja oft irgendwie Kinderbilder, die dann wie irgendwie erwachsen auf den Bildern aussehen. Oder es gibt Bilder, die Kinder, wo es einfach irgendwie nur fröhlich und denkt. Also ich finde, dass Richard hier immer Momente einfängt, die wirklich eher emotionale Zustände irgendwie transportieren. Und das ist schon irgendwie sehr schön genau gesehene Momente, die viel von den Kindern irgendwie auch preisgibt. Also er nähert sich da wirklich sehr fein irgendwie so an irgendwie das Leben der Kinder an irgendwie auch. Hier dann eben auch Beispiele, einzelne Porträts eben von dem Porträt bis irgendwie auch so eine, also sehr eigene, das ist auch im wunderbaren Licht, aber ein sehr
Also, dass das einzelne Bild irgendwie schon Geschichten erzählen kann, ohne dass es vielleicht nebendran irgendwie auch ein Pendant braucht. Irgendwie hier kommen dann Bilder, wo es eben nicht die direkten Porträts, wo das mehr aus einer Situation raus entsteht auch. Aber da sind für mich auch die vier linken Bilder, die ich genommen habe, die rechten, die mir dann in dem Konzept, wie ich später hatte, irgendwie fast irgendwie zu momenthaft oder zu flüchtig oder schnappschussartig waren. Aber wie schon gesagt, die alle Bilder, die wirklich sind, sind auch eigentlich verwendbar. Es ist wirklich immer dann spannend zu sehen, wenn sich irgendwie das Edit entwickelt, dann bekommt es ja auch so ein Eigenleben irgendwie so, dass man dann einfach merkt, welche Bilder in ein ganz bestimmtes irgendwie Konzept auch sich einfügen können. Das finde ich auch ein wunderbares Bild. Eben hier von den Situationen, also ich finde zum Beispiel auf der linken Seite das untere Bild irgendwie von dem Strand, irgendwie auch ein super Bild auch, aber auch das irgendwie passte für mich dann nicht in die Stimmung irgendwie der Bilder, die ich hatte. Das war für mich dann das einzige Bild, was dann ein bisschen mehr tatsächlich wie Urlaub irgendwie so aussieht, was ja in den anderen Bildern kaum auftaucht und brach für mich dann so ein bisschen weg, während ich dann irgendwie auch das Bild einfach auch grandios gesehen finde. Also das ist so ein wunderbares Bild, was irgendwie alle möglichen Details, also so einen komplexen Raum einfängt und das Kind aber wirklich in seiner Stimmung, in seinem Moment unheimlich schön erfasst irgendwie so. Das finde ich irgendwie auch eins der Beispiele der Bilder, wo man merkt, dass irgendwie Richard Grande da schon einen sehr eigenen, schönen Blick irgendwie auch entwickelt. Sehr stark finde ich dann auch die Bilder, die gerade im Hochformat ist auch das Spannende, das Wechsel der Hoch- und der Querformate irgendwie, weil die Querformate sind ja oft irgendwie das Beschreibende, irgendwie sind mehr irgendwie, dass die Orte irgendwie auch fast dokumentarisch irgendwie beschreiben, während die Hochformate hier eigentlich ja immer Szenen aus dem Kontext rausreißen und dadurch irgendwie auch später im Buch, auch durch Doppelseiten, irgendwie sich verschiedene Welten irgendwie auch verknüpfen lassen, was ich da irgendwie sehr spannend finde. Aber die finde ich auch extrem gut gesehen. Gerade das Bild finde ich einfach wirklich einen wunderbaren Moment, der eine Leichtigkeit hat. Also es ist in eine Offenheit der Situation. Ich finde es wirklich sehr stark, dass einfach nicht, also keine Bilder dabei sind, wo irgendwie die Kinder oder die Situation oder wer auch immer für das Bild posiert oder so, sind immer wirklich aus dem Fluss irgendwie des Lebens heraus kristallisierte Standbilder irgendwie des Lebens auch. Und das finde ich irgendwie auch einen sehr schönen Moment. Also hier spürt man natürlich sehr die Körpersprache, irgendwie so Hände, Füße, da ist wirklich das Einzige rechts oben, was für mich dann rausgefallen ist. Aber ich glaube, gerade die körperliche Präsenz, die physische Präsenz der Menschen, was in dem mittleren Bild oben auch Alexa vorhin ja schon wunderbar beschrieben hat, irgendwie, was dieses Bild irgendwie auch transportiert, irgendwie den Schmerz, finde ich ein ganz großartiges Bild auch. Und dann eben auch die Interieuraufnahmen. Also was wichtig ist irgendwie so für mich letztlich im Buch, dass aus den verschiedenen Innenräumen, Außenräumen, Stadträumen und Landschaftsräumen, dass sich die im Buch später so zusammenfügen, dass die für mich so zusammenwachsen. Also das ist ein Unterschied zum Entwurf von Alexa, dass ich die nicht kapitelweise mehr oder weniger trenne irgendwie, sondern eigentlich immer gucke, dass die zusammenspielen und dass da ein Wechselspiel irgendwie entsteht, was ich ja später beim Edit irgendwie zeigen kann. Auch das sind irgendwie wirklich so sehr eingesehene. Also hier wird das Licht irgendwie auch sehr dramaturgisch irgendwie eingesetzt, dass es auch eine Spannung erzeugt, dass einfach auch so ein Schlüssel, der beim Schlossstück plötzlich irgendwie zum Hauptdarsteller des Bildes werden kann. Also das sind schon sehr, sehr eingesehene Bilder, die ich großartig finde irgendwie auch. Ja, hier habe ich die in den wirklich Innenräumen, habe ich mich dann mehr auf diese beiden Bilder, die auch diese musikalische Ebene irgendwie dann mit reinbringen, was ich dann auch wichtig fand. Ich finde das dann auch ein wunderbares Bild, habe ich ein bisschen bearbeitet, das Bild, ein bisschen die Linien gerade gezogen, das war mein Eingriff in die Bilder irgendwie auch. Und tatsächlich ist natürlich diese Naturräume, die tatsächlich Pflanzen irgendwie auch, also sagen wir hier die Pflanzen,
Bäume und die spielen eine ganz wichtige Rolle in dem Buch, weil es natürlich immer irgendwie auch so die menschliche Kultur und die Natur, die hier natürlich immer miteinander ringt, irgendwie auch in den Bildern. Und das finde ich auch wichtig, dass es später eher wie so ein Ringen irgendwie auch rüberkommt. Auch. Und ja, das ist irgendwie auch sehr... Dann gibt es natürlich viele Bilder, die eben weiter den Raum, die sehr düster, sehr dunkel sind. Und da zum Beispiel habe ich dann die Rechten ausgewählt, irgendwie auch. Ich finde, dass von denen auch nicht zu viel irgendwie kommen dürften, weil sonst irgendwie wird es dann irgendwie auch so schwer, mystisch, düster, aber dass die das rein Stimmungshafte irgendwie auch vielleicht dann irgendwie zu dominant wird irgendwie. Weil ich finde schon immer wichtig bei den Bildern von Richard, dass er aus den Details, aus der genauen Beobachtungen, es sind viele gesehene Momente irgendwie so. Und ich finde es wichtig, dass es so die gesehene Momente, wo man merkt, das ist genau die eine Beobachtung, als eher die allgemeingültigen Bilder irgendwie so, die eher symbolisch irgendwie die Dinge irgendwie zuspitzen, irgendwie so. Das würde ich da leicht unterscheiden. Oder sind die Überlegungen dann die Tierwelt? Irgendwie spielt natürlich auch irgendwie eine Rolle, die habe ich auch alle mit reingenommen, außer dem Bild unten. Und hier dann eben auch so Details, also das Auto ist bei mir auch rausgeflogen, weil das irgendwie so konkret ist, das ist wirklich irgendwie ziemlich rausgeplatzt irgendwie aus dem Kontext. Aber während ich dann so die anderen Details, die anderen drei Bilder nebendran auch wieder sehr spannend finde eigentlich. Dann jetzt geht es mehr wirklich in den Stadtraum aus den Details raus, irgendwie so, wo wirklich hier eben auch das Licht eine sehr starke Rolle spielt und aber auch gerade in diesen Hochformaten diese Räume sehr stark irgendwie eingefangen werden. Da fand ich die fünf Linken für mich irgendwie stärker als die Rechten. Das finde ich irgendwie super. Und dann die, die eben auch immer mehr konkrete Räume beschreiben, auch im Querformat. Da ist wirklich sehr wunderbar, irgendwie auch so ein Ort in der Verlassenheit, in dem Licht. Das wird wirklich auch wie Theaterräume. Also tatsächlich wird irgendwie in den Bildern von Richard Crandu die Außenwelt tatsächlich einfach wie so Bühnenräume, die man nachempfindet. Und das finde ich schon ein unfassbar gutes Bild irgendwie von irgendwie dem Friedhof, wie bis in die letzten Details, wie alles irgendwie verdörrt ist. Das einzige Grün ist diese Matte, die da auf der Schubkarre liegt. Also da ist so ein Blick für so eine komplexe Szenerie bis in die letzten Details irgendwie so, dass ich das unbedingt irgendwie auch drin haben wollte. Und dann eben die Landschaft, also das ist wirklich so den Blick in die Landschaft. Aber auch da wieder irgendwie die rechten Bilder, die für mich irgendwie da sehr stark sind. Und dann auf der linken Seite, wo das dann manchmal vielleicht doch wie die ganz normale Winterlandschaft aussieht oder vielleicht der Aspekt irgendwie der dunklen Wolken irgendwie dann fast irgendwie zu irgendwie allgemein wird. Zumindest darf er auch nicht so oft kommen, weil er dann für mich irgendwie so das so ein bisschen verwässern würde irgendwie auch. Weil hier ist eben so ein Bild, finde ich einfach sehr stark. Das hat der Alexa vorher auch so hervorgehoben bei dem Bild. Auch hier, wie die Spuren irgendwie des Menschen, der Weg vorne zu sehen ist, das ist auch nicht einfach irgendwie eine Landschaftsaufnahme, sondern das ist ein wirklich sehr, sehr konkret, sehr präzise gesehenes Bild irgendwie auch. Ja, und jetzt kommen wir irgendwie zum Layout. Irgendwie tatsächlich war es für mich wichtig, dass in dem ganzen Buch definitiv kein Weiß auftaucht. Also kein Weiß von den Seiten irgendwie so, weil ich finde irgendwie, dass das wirklich so diese Bilder aus der Dunkelheit rauskommen irgendwie so und dann für mich irgendwie so erst so richtig die Stimmung irgendwie transportieren. Deswegen die Bilder irgendwie, die Querformatigen wirklich dann einfach doppelseitig irgendwie ohne Rand. Auch mal versucht irgendwie mal einen schwarzen Rand irgendwie so, auch das mal kleiner, mal größer, aber das funktioniert bei den Bildern nicht, weil dann vernuscheln die Ränder irgendwie auch und so, dann war das viel konsequenter, wenn die wirklich einfach so sind. Und die Hochformate, dass die einfach nebeneinander stehen und dass dann zwischendrin getrennt sind mit einem Balken, der aber auch nicht schwarz sein darf. Wenn er schwarz ist, irgendwie geht er wieder in die Bilder über. Da irgendwie so einen dunklen Anthrazitton, der sich nochmal abhebt, der
bei den schwarzen Bildern, das Schwarz nochmal, also das sind die Ränder der Bilder, muss man sehen, dass es nicht irgendwie einfach so ineinander übergeht. Aber da ist für mich eben so das Wichtige irgendwie bei dem, wie die nebeneinander stehen, die Bilder, dass die wirklich auch das fast für wie ein Bild wird, dass da ein sehr intensiver Dialog irgendwie zwischen den Bildern, dass es weder die Wiederholung irgendwie so dessen ist, was auf der linken und der rechten Seite ist, aber auch nicht zu gegensätzlich. Tatsächlich ist es da für mich immer die Kunst, so ein bisschen die Dialoge herzustellen, irgendwie so, dass es das einzelne Bild in seinem Charakter betont, aber gleichzeitig ein interessantes, spannendes Zusammenspiel der Bilder irgendwie auch funktioniert auch. Und das finde ich dann eigentlich das, was mich dann daran wirklich interessiert. Jetzt kommt man, sieht man mal so einen Block, also einen Ausschnitt irgendwie aus dem gesamten Entwurf. Und hier merkt man, dass es natürlich auch so ein ganz bestimmter Rhythmus ist. Also für mich ist es so wichtig, dass die Porträts, irgendwie die Innenräume, die Außenräume, die Nachtbilder, dass die wirklich in einem Rhythmus immer wieder kehren, also dass die verschiedenen Räume sich ineinander verschmelzen und dadurch wirklich erst für mich so richtig diese Tagtraumsituation wird. Also ich finde es so wichtig, dass der Betrachter eigentlich keine Chance hat, das logisch zu interpretieren, irgendwie so. Ja? Also erst die Paradoxie der Bilder, irgendwie, dass die einfach oft wie, wow, was taucht jetzt auf? Das Überraschende, dass das für mich irgendwie die, ja, die Möglichkeit irgendwie für die BetrachterInnen irgendwie auch schafft, irgendwie emotional in die Bilder einzusteigen. Sobald irgendwie eine sachliche Interpretation möglich ist, nehmen die BetrachterInnen das ja irgendwie so. Der Betrachter nimmt sich immer die einfachste Lösung. Deswegen darf man dem Betrachter für mich, in meiner Sicht, gar keine einfache Lösung bieten. Irgendwie so. Ja, hier sieht man eben auch so der Wechsel, wie man zum Beispiel dieser rote Mund, diese Nähe und dann boah, dieser Gegenschuss, irgendwie die Wolke irgendwie so, dass du da eben wirklich die Räume irgendwie auch, die Nähe, die Distanz irgendwie, dass das für mich irgendwie so eine Komposition wird, die ja für mich fast auch musikalisch-rhythmisch ist, irgendwie so halt, ja, also das ist für mich das, was dann das Edit von Bildern spannend macht, weil es eben sehr stark aus der Kraft der Bilder irgendwie schöpft, irgendwie so ja, und weniger irgendwie logische oder andere Narrative verfolgt irgendwie auch. Und hier sieht man mal den ganzen Block irgendwie auch von Anfang bis Ende. Und hier merkt man, dass es natürlich auch eine bestimmte Farbdramaturgie ist für mich. Ja? Also, dass man merkt irgendwie so, dass irgendwie so diese, dass es Phasen sind, die wechseln, dass in der Mitte des Buches tatsächlich diese rote Dominanz irgendwie so entsteht. Das ist fast so eine Verdichtung irgendwie so. Und dass es dann aber auch diese grüne Phase, dass das wirklich für mich fließend ineinander übergeht. Das ist natürlich irgendwas, was man nicht von vornherein, also es ist nicht zuerst sagt, ach, jetzt suche ich alle gelben Bilder, jetzt suche ich alle grünen, jetzt suche ich alle roten, irgendwie so. Eigentlich ist für mich immer so, ich habe das eine Bild und suche nach dem nächsten und meistens geht für mich danach auch immer nur eins irgendwie so, weil man denkt, alle anderen sind zu ähnlich, sind zu unterschiedlich, sind das wirklich mal zwei Bilder hintereinander für mich irgendwie was schaffen, irgendwie einen Flow schaffen, eine Bewegung schaffen, die gut funktioniert, ist sowieso so selten und ja, also das ist dann die Art und Weise, wie schon gesagt, und das Buch hatte ich dann On Black Clouds genannt. Ich hatte doch dann irgendwie auch ein Kinderbild, also natürlich kein direktes Porträt, aber ich fand es irgendwie schon, ich wollte es nicht zu abstrakt oder so, also ich fand gerade das Bild für mich dann schon irgendwie ziemlich gut geeignet, als einzige von den Kinderbildern, als andere wären, glaube ich, dann auch nicht gegangen, dass das irgendwie die Rückseite bin und dann von dem Buchobjekt könnte ich mir das so vorstellen, irgendwie so, dass es wirklich dann auch ein schwarzer Schnitt ist, dass wirklich alles schwarz drumherum ist, also beim Weiß würde für mich da wirklich irgendwie stören. Das ist natürlich gefaktes Dummy. Ich habe jetzt nicht das ganze Buch gedruckt irgendwie so, also um das nochmal klarzustellen irgendwie so. Das ist dann von einem anderen Dummy, das irgendwie das Cover drauf manipuliert. Und ja, also das wäre jetzt. Und jetzt würde ich den gesamten Ablauf irgendwie so wieder bei Issue zeigen. Und ohne da noch groß noch was dazu zu sagen. Okay, jetzt ist es natürlich nicht am Anfang. So.
Und da auch nochmal der Text. Ich finde es auch nochmal ganz gut, irgendwie den Text von Richard am Ende irgendwie zu haben. Definitiv natürlich nicht am Anfang. Und das dann nochmal fast wie so ein Epilog der Nummer. Okay, das war's. Ja, herzlichen Dank, Wolfgang. Das war nochmal ein Rundumschlag von der Entstehung bis zum Buchdummy. Und jetzt sind wir gespannt auf Richards Feedback zu den Entwürfen von Alexa und Wolfgang. Richard, was ist so der erste Eindruck? Na, ist schon schwer, jetzt da was zu sagen. Also prinzipiell ist es erstmal spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Ansätze doch sind. Also vor allem aus der Menge an Bildern dann die Sequenzierung und die Dramaturgie für das fertige Buch zu finden und zu erarbeiten. Das ist einfach, das ist immer wieder schön zu sehen und spannend, was dann rauskommt und wie das dann auch wirkt. Schön wäre es natürlich, das jetzt auch mal gedruckt zu sehen. Ich glaube, das wird auch nochmal anders sein, logisch. Aber ich denke, also ich finde es schon schön zu sehen, wie die Bilder, die doch irgendwie unterschiedlich sind, auf der einen Seite, weil die sehr dunklen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite doch hellere Alltagsszenen, auch die Meerbilder, die auf den ersten Blick da gar nicht reingehen und gar nicht dazu passen, wie sich die dann doch einfinden und man ja, gut durchkommt und die Dramaturgie aufgebaut wurde. Also ich finde es echt sehr schön, beide Entwürfe super. Ich finde bei der Alexa schön, wie sie die Bilder, also diese Torwand und die Fußballsitze, also die Gefühle, die ich eigentlich hatte beim Fotografieren, fast exakt, sage ich mal, echt wiedergegeben hat. Also es fand ich spannend, dass das so rüberkam, bei dir finde ich sehr gut. Und auch dieses Kapitelartige finde ich spannend, wie das dann so durchgeht, wieder in die alte Zeit zurück und so, finde ich super. Beim Wolfgang finde ich das Dunkle natürlich toll. Also ich stehe total auf das Dunkle. Ich meine, das sieht man an den Bildern und das triggert mich natürlich. Und auch die Ruhe, die das Buch dann durch die immer wiederkehrenden Bildformate, dass die halt einfach nicht ständig wechseln und durch dieses Weiß, das ist halt eine gewisse Ruhe, die das Buch ausstrahlt. Das finde ich toll. Und den Titel finde ich auch toll. Also On Black Clouds gefällt mir ein bisschen besser als Fleeting Moments. Wobei ich beide stark finde. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich den Titel On Black Clouds wählen. Aber wenn ich mir für ein Buch-Edit jetzt entscheiden müsste, jetzt sofort, möchte ich das gar nicht. Ich finde beide gut. Musst du nicht. Und meine Bitte nochmal an Wolfgang und Alexa, nochmal den ISO-Link oder das PDF zur Verfügung zu stellen. Dann können wir das bei unserer Seite verlinken. Ja. Dann kann man sich nochmal Zeit nehmen und es wirklich vergleichen und nochmal in Ruhe. Das wäre schön, ja. Ja, vielleicht eröffnen wir jetzt die Runde an Fragen, Kommentare an Alexa, Wolfgang, Richard von den fast 50 Anwesenden hier und all denjenigen, die auf Facebook zuschauen. Ihr könnt auch auf Facebook kommentieren, ich gebe es dann rein hier in den Zoom. Wer möchte Fragen kommentieren? Bin ich zu verstehen? Ja. Ich hätte eine Frage an Alexa Becker. Sie hat ja bei ihren Gegenüberstellungen, bei den Doppelseiten, ich sage jetzt mal so, sie ist gesprungen im Format. Sie hat auf der linken Seite ein Großformat, aber mit weißem Rand und auf der rechten Seite etwas kleineres Format, auch mit weißem Rand. Was haben Sie da für eine Intention damit verfolgt? Sollte das auflockern oder wollen Sie da was Spezielles zum Ausdruck bringen durch dieses Springen der Formate? Nee, das war einfach nur, ich habe gedacht, also ich fand es zum Beispiel sehr schön, wie Wolfgang das begründet hat, dass er dieses Dunkle quasi in als gestalterisches Element noch mit reingenommen hat. Ich habe halt auf meine Art und Weise versucht, da eine gewisse, ja, wenn Sie so möchten, Abwechslung mit reinzubringen und das auch stärker herauszuarbeiten, ne? Dass da auch so Gleichheit, aber auch Gegensätze sich gegenüberstehen und finde es prinzipiell schon spannender als, also ich finde es halt, per se ganz spannend, wenn es immer nicht nur die gleiche Bildgröße ist. Aber so wie jetzt Wolfgang das präsentiert hat, hat es wunderbar funktioniert. Also man kann das schwer pauschal sagen, ja.
Aber ich finde auch, dass es bei dir mit den verschiedenen Formaten, das ist ja fast wie wenn so eine dritte Dimension, mal Zoom zu rein, mal Zoom zu raus. Also es gibt ja auch dadurch einen Rhythmus. Ja? Wenn die alle die gleiche Größe hätten, wäre das natürlich, würde zu den Arbeiten auch nicht passen. Das passt irgendwie zu seriellen Arbeiten, die typologisch vergleichend irgendwie sind. Aber in diesem sehr subjektiven Ding finde ich diese Methode, da auch kleine Formate, große Formate zu machen, wie bei dir, auch sehr funktionierend. Also finde ich, weil das wirklich auch so, glaube ich, den Bildern entspricht irgendwie aus. Also das funktioniert auch sehr gut, finde ich. Es ist im Grunde genommen so eine Modulation, ne, die dann da stattfindet. Möglicherweise wäre eine Kombination mit einem dunklen Hintergrund, vielleicht, wenn ich jetzt mal weiterspinnen dürfte, eine ganz gute Kombination, wenn also dieses grelle Weiß dann da nicht stöhnt ist, sondern wenn man dann eben... Ja, also mir ging es vor allen Dingen... Also ich wollte gar nicht zu sehr, also ich habe natürlich auch gestaltet, weil ich manchmal Bilder übereinander gelegt habe, aber ich dachte mir, okay, zuerst mal geht es um diese Selektion und Reihenfolge, ne? Aber alles Weitere darüber hinaus, also da sieht man ja, das hat Wolfgang wunderbar aufgegriffen, das habe ich jetzt weniger gemacht, das stimmt, ja. Wobei ich das Collagierte echt toll fand. Also, ja, also mich hat es auch überrascht, ich dachte, wow, das sieht man nicht oft. Ja. Also schon ja. Mal was anderes wieder, ne? Es ist gut, da ja auszuprobieren. Irgendwie so. Ja, es tat mir jetzt im Nachhinein leid, dass ich das, du hast es ja nochmal eben ohne Worte durchgeblättert, das hätte ich vielleicht auch noch machen sollen, weißt du, dann wirkt es einfach, super. Nee, dass ehrlich. Du redet, also. Nee, du hast wunderbar, nee, ehrlich, also ich meine, ich fand es ganz toll, wie du zu den Bildern gesprochen hast, irgendwie auch, also das hat, nee, also es hat wirklich sehr viel irgendwie auch erklärt und was heißt erklärt, du hast ja einfach eine gute Sprache gefunden, um wirklich das zu transportieren, was du da machst, also ich fand das total gut irgendwie so, also. Ja. Deswegen, es gibt ja da keinen richtigen Unfall, sowieso nicht irgendwie so. Ich hatte ja vorher schon total viel geredet, deswegen dachte ich, jetzt bin ich schon mal ruhig. Was für mich immer schwer ist, mich da zurückzuhalten, das ist leider. Aber drin. Diese Kombination, wie du es machst, finde ich total super, weil zuerst wird man eben in die Gedanken eingeführt und dann kann man es nochmal in Ruhe auf sich wirken lassen. Und das hätte ich auch gerne gemacht, nochmal zum Schluss. Aber nächstes Mal weiß ich Bescheid. Ja, aber das fällt mir sehr schwer. Ingo hat die Hand gehoben, möchte was dazu sagen oder fragen. Bitte, Ingo. Du hast das Mikrofon noch nicht freigeschaltet. Wir hören dich noch nicht. Es sieht aus wie freigeschaltet, aber es ist wahrscheinlich irgendwo was nicht angestöpselt. Jetzt ist er eingefroren. Wir warten mal, bis er wiederkommt und können ja weiter in der Diskussion gehen. Dieter Kempiak hat auch die Hand gehoben. Herr Kempiak, haben Sie eine Wortmeldung-Frage? Ja, eigentlich eine Wortmeldung. Was ich sehr interessant fand, ist in der Unterscheidung, also ich finde beide Entwürfe haben etwas. Wolfgang Zuborn, das kenne ich schon aus den alten, aus den vergangenen Editing-Challenges, hat immer auch ein glückliches Händchen, was das Buch machen und was die Grafik angeht. Also die Auswahl des Hintergrunds und einen schwarzen Buntschnitt zu denken, ist, finde ich, immer sehr hervorragend. Und was mir halt aufgefallen ist, dass bei Alexa Becker ist irgendwo der Versuch da, vielleicht ist er auch gelungen, mir jedenfalls nicht ganz so transparent, so etwas wie eine Geschichte zu erzählen, auch einen Bogen zu spannen und zu einem Ausgangspunkt wieder zurückzukommen. Während bei Wolfgang Zuborn ich den ganz klaren Eindruck habe, dass immer dann, wenn ich eine Doppelseite aufmache, ich immer so ein Werk habe, ein alleinstehendes Werk, wo ich dann auch unter Umständen versucht wäre, das rauszureißen und den Bilderrahmen reinzuhängen, während das bei dem Buchentwurf von Alexa Becker mir nicht so gegangen ist. Da ist dann eher so die Fragestellung, dass ich das durchblättern muss und nicht verweilen kann, so von meiner Empfindung her. Also das einfach als Statement. Danke. Dankeschön. Dann fragen wir jetzt nochmal bei Ingo nach, ob das. Ja, ich glaube, ich war in einem falschen Modus. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich finde, das, was Dieter jetzt gerade gesagt hat, schließt eigentlich fast ein bisschen an dem an.
Und ich würde mich jetzt gerne mal in gewisser Weise so ein bisschen herauslehnen, eine These irgendwie aufzustellen. Aber vorher muss ich sagen, die Bilder von Richard haben eine unglaubliche Intensität. Sie haben allerdings natürlich auch eine ganz, ganz persönliche Note. Und dann übergibt man eigentlich zwei Personen, die natürlich mit einer ganz eigenen Biografie daherkommen. Und das war eigentlich wirklich toll, irgendwie zu sehen. Und deswegen glaube ich, würde ich mich auch schwer entscheiden können, welchen Entwurf ich jetzt nehme. Da kommen nämlich mal zwei, Wolfgang und Alexa. Und jetzt mache ich mal diesen männlichen und den weiblichen Blick mal auf, wo ich gespürt habe, dass Alexa eine Geschichte entwickelt, die ganz stark irgendwie natürlich so emotional auch geprägt ist. Also wir sehen die Kinder werden eingeführt, es kommt immer halt einfach so die Ebene des Erzählerischen, ein Paar findet sich, man sieht immer halt noch das Bein des Kindes und geht dann auch, wenn man so will, eben halt einfach auch aus dieser Geschichte heraus. Und das, was Dieter auch gesagt hat, Wolfgang ist viel stärker eigentlich in den Bildern selbst, also er gibt ihnen eigentlich diesen Raum, sie sprechen irgendwie so für sich. Das heißt also, die Projektionsebene bleibt immer bei den Bildern, die ich mir anschaue, manchmal natürlich auch auf der Doppelseite. Dann kommt eben halt auch noch das Dunkle. Dann ist eigentlich der Titel The Black Cloud, wenn man das irgendwie so und so formuliert, ist der härter, Fleeting Moments. Das fließt irgendwie letztendlich so ab. Und deswegen glaube ich, dass eben halt einfach der Entwurf von Alexa eher so den Female Gaze irgendwie aufmacht. Aber wie gesagt, ich lehne mich jetzt irgendwie stark heraus und eigentlich öffne ich das mehr oder minder für das Forum, ob das ähnlich so gespürt worden ist. Also ich glaube, wenn ich entscheiden müsste, ob der Gestalter männlich oder weiblich ist, würde ich sagen, ja, ich könnte das im Grunde genommen auch jetzt, ohne dass ich das vorher gesehen habe, irgendwie auch bestimmen. Aber vielleicht ist das auch natürlich so ein bestimmtes Klischee. Aber das ist wirklich hochinteressant. Und das macht eigentlich auch letztendlich nochmal so diese Geschichte, auf die ich auch in meiner eigenen Arbeit natürlich auch als Kurator irgendwie kenne, wo ich am Ende auch mich entscheiden muss, ist dieses Projekt, das ich im Prinzip hier einem Gestalter oder einer Gestalterin verantwortet, eher mit dem Blick des Weiblichen oder eher mit dem Blick des Männlichen halt einfach zu realisieren. Eigentlich ein interessanter Aspekt. So. An der Gelegenheit möchte ich noch gerne auf den über zweieinhalbstündigen Abend mit Thomas Schirnböck im Gastkuratorinnen-Talk verweisen, wo wir darüber diskutiert haben, ob es das überhaupt gibt, männlicher und weiblicher Blick. Das können wir jetzt auslagern in ein anderes Video, was man sich später anschauen kann. Aber wir haben jetzt hier noch eine weibliche Meldung von Claudia Omonski. Vielleicht machen wir gerade die Gegenprobe. Frau Omonski, sehen Sie da auch irgendwie ein weibliches, männliches Editing? Ich hätte mich tatsächlich ein bisschen inhaltlich anschließen wollen. Und zwar erstmal großes Kompliment an Richard Grando. Die Bilder berühren wirklich sehr und das fand ich auch ganz großartig, was Sie da ausgewählt haben. Danke. Wolfgang, du weißt eh, ich bin da ein großer Fan. Da muss ich nicht viel sagen. Und dein Editing hat für mich so ein visuelles, ja, dieses visuelle Feuerwerk, was ich immer so bewundere, auch entfacht. Gleichzeitig fand ich von Alexa Becker diese, also gerade durch das begleitende Sprechen, das sie gemacht haben, das hat mich sehr tief emotional angerührt. Und ich könnte jetzt quasi nur so ein Resümee ziehen, dass die Editing von Wolfgang sozusagen mich bei den Bildern, die beides in sich haben, eher auf die visuelle Seite zieht, während das von Alexa Becker mich irgendwie auf einer anderen Ebene anspricht. Und ich kann da innen nur folgen, Herr Taupern, dass es vielleicht
so ein unterschiedlicher Blick ist, egal männlich oder weiblich, wie man das definieren möchte, aber eben verschieden und sozusagen die Kraft, die in den Bildern steckt, auf zweifache Weise sich entfaltet hat. Und das fand ich insofern sehr großartig. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für diesen Kommentar. Mir ist da gerade selber auch was dadurch klar geworden, eben eingeleitet durch Ingo und dann durch Sie auch. Und zwar, Wolfgang hat ja eine sehr, sehr lange Erfahrung, ne, im Editing, Sequencing, Design-Aspekt und so weiter. Da kann ich überhaupt gar nicht mithalten. Also ich meine, wer kann das? Ja? Aber und meine Hauptaufgabe war vor allen Dingen auch die Jahre, die ich in der Fotografie und mit Büchern zu tun habe, Projekte zu sehen und die zu sehen, ja, also nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den anderen Sinnen so. Und das ist das, wo wahrscheinlich meine Stärke liegt, dass ich sehr schnell was erfassen kann, so intuitiv. Aber ich bin nicht so ein Meister des Gestaltens oder Editierens. Ich, klar, ich mache das auch, aber da merkt man natürlich ganz krass den Unterschied. Und das ist mir jetzt auch klar geworden, dass ich ein ganz anderen, spontanen, intuitiven Zugang zu Projekten habe. Und das äußert sich natürlich anders dann, klar. Also danke. Das wollte ich aber überhaupt gar nicht damit ausdrücken. Ich fand es ganz großartig zusammengestellt. Oh, ja. Ich wollte nur auf die Wirkung eingehen, die das bei mir erzielt hat. Es sollte nicht gegeneinander abgegrenzt sein. Nein, aber trotzdem, ganz lieben Dank. Also fand ich jetzt einen sehr schönen Kommentar. Nee, aber es ist, glaube ich, auch ein spannendes Moment. Je nachdem, wie man mit dem Edit irgendwie so welchen Weg man dann geht irgendwie so, weil es sind viele Bilder, die du verwendet hast, die ich nicht verwendet habe dann, die ich aber gerne verwendet hätte, aber die dann eben in diesen Flow dieser Bilder nicht reinpasst. Es ist wirklich so eine Entscheidung am Anfang. Also so, deswegen finde ich es irgendwie super spannend, irgendwie so in deinem Entwurf eigentlich das zu sehen, irgendwie, was man eventuell hätte machen können, irgendwie so, was aber eben nicht ins eigene passte. Irgendwie. Das geht mir genauso, ja. Das ist wirklich sehr schön, da zu sehen, wenn man merkt, dass der andere Entwurf eben auch irgendwie so. Ja, und tatsächlich irgendwie so, wie du es auch beschrieben hast, dass du sehr von wirklich so was Biografischen und tatsächlich also diese Unterscheidung, die Ingo gesagt hat und auch Claudia gesagt hat, ist, glaube ich, schon irgendwie da ein bisschen drin. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt so als die männliche und weibliche irgendwie sehen würde. Also ich würde mich jetzt auch nicht so sehr irgendwie als der männliche Blick irgendwie sehen. Also das passt für mich da nicht so ganz so rein irgendwie so. Was? Lacht jemand? Ja, für Wolfgang ist ganz klar der tanzende Blick, das darf man nicht vergessen. Ja, das ist mir. Vielleicht haben wir hier noch die Gelegenheit, andere Aspekte dieser Entwürfe zu diskutieren oder zu befragen. Deswegen hier nochmal die Aufforderung an alle, die zuschauen, auf Facebook oder hier drin sind, sich zu Wort zu melden. Und ich würde mich auch freuen, wenn Klaus Kehrer sich noch in die Diskussion einschaltet. Der ist ja da. Also ein Verleger, das ist, glaube ich, der erste Verleger, den wir hier in der Editing Challenge haben. Natürlich werde ich den animieren, sich hier zu Wort zu melden. Schauen wir mal, ob er kommt. Oder Klaus, ob er komm. Gerade einen Kaffee trinkt. Zeig dich, wie siehst du aus im Jahre 2023? Der Klaus ist nicht dabei, tut mir leid. Ah, das ist meine liebe Kollegin, Ex-Kollegin Sandra Dürdorf, stimmt? Ja, genau. Sehr schön. Aber vielleicht mag Sandra noch was sagen. Oder? Ich bin eigentlich auf dem Weg nach Hause. Ich sitze noch im Verlag und würde jetzt gern gehen, wollte aber mich bedanken. War ein ganz, ganz toller Beitrag und hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann gute Heimfahrt. Danke. Dankeschön. Ach, das wäre jetzt was gewesen, wenn der Klaus Kehrer da gewesen wäre. Mysterium ist geplatzt. Ja. Aber lass uns doch vielleicht nochmal diesen Aspekt, wenn es um das grafische Moment geht. Ich lese gerade hier von Manuela Bust an uns alle über die Geräuschkulisse. Alexas Buch ist ein rauschendes Fest mit Vogelstimmen, Weinen, Lachen. Es umarmt einen und am Ende umarmen sich eigentlich die Bilder auch, weil du auf zwei Seiten in gewisser Weise Bilder zusammenfügt. Wie findet denn der Fotograf das, wenn plötzlich auf einmal ein Bild sozusagen, das man gemacht hat, von einem anderen Bild verdeckt wird? Ich finde das nicht schlimm, weil Sie meinen jetzt das Collagieren, oder? Genau, also. Genau. Ich finde das gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ich habe manche Bilder tatsächlich
auch schon mal in einem Versuch kollagiert, um einfach auch den Hintergrund zu bekommen und die zu ergänzen. Ich finde, die ergänzen sich dann manche und laden sich dadurch auf. Also das funktioniert natürlich nicht immer, aber bei den Bildern von der Alexa fand ich das toll. Also ich finde es gar nicht schlimm, dass die verdeckt werden. Also ich gehe da nicht ran und sage, das ist das Bild, ich muss da alles sehen und alles. Ganz und gar nicht. Für mich geht es dann um die Emotion, wenn ich das betrachte, ob ich das wiederfinde, was ich wiederfinden will. Und da ist mir das im Grunde egal, ob das kollagiert ist oder nicht, oder zu dunkel oder zu hell, spielt für mich keine Rolle. Es muss halt am Ende funktionieren für mich. Würden Sie denn von Ihrer Seite aus einen einführenden Text am Anfang, oder würden Sie sagen, nee, ich mache ein Künstlerbuch und letztendlich sind zum Beispiel eben halt auch meine poetischen Texte eigentlich die, die ich dem Betrachter mitgebe? Ich würde sagen zum Schluss, weil die Bilder sprechen sollten und der Text zum Schluss, der ist ja eher noch eine weitere Ebene, die da dazukommt, einfach weil ich das selber gerne mitgeben möchte und das noch sagen möchte. Das ist aber keine Erklärung der Bilder, oder man braucht den Text auch nicht, um die Bilder zu verstehen. Ja. Ich will es einfach mitgeben und ich würde es nicht am Anfang bringen unbedingt, weil ich den Betrachter auch gar nicht zu sehr in eine gewisse Richtung drängen möchte. Also das, nee, wenn dann eher zum Schluss. Ja. Ja, das ist oft halt einfach natürlich das auch, sagen wir mal, ein erläuternder Text. Man möchte gerne irgendwie, dass ein Kunsthistoriker spricht und die Bilder irgendwie einordnet. Würde letztendlich, ich weiß nicht, Alexa, bei deinem Entwurf sowas von störend sein, dass ich erstmal irgendwie über so eine Rezeption, die auch intellektuell gefüttert ist, auch bei Wolfgangs Bild, würde dann irgendwie sagen, so zu haben wir das irgendwie zu lesen. Ich glaube, wir sind doch an einer Zeit angekommen, wo wir solche Texte eigentlich für mich, wenn ich über ein bibliophiles Buch nachdenke, eigentlich nicht mehr brauchen. Aber viele Fotografinnen und Fotografen möchten das natürlich, weil sie in gewisser Weise eingeordnet werden. Ich würde gerne wissen, wie du, Alexa, eigentlich mit, auch natürlich als Verlagsfrau, damit, was du dazu meinst, oder auch Wolfgang natürlich. Ja, also du hast recht, Ingo, und es ist ein interessanter Aspekt. Ich finde, Bücher wie das jetzt, also die Arbeit von Richard braucht wirklich ganz wenig, eigentlich gar keine Erläuterung, weil es von alleine funktioniert und wirkt und sich entfalten kann. Und ja, man muss halt entscheiden, ne, wem nützt es, wenn dann jemand über die Arbeit von so und so schreibt? Ne? Ist das nicht eher eine Bauchpinselei oder dass man den Namen dann mit im Buch hat und so? Aber oftmals kann so ein Text auch nochmal eine wirklich interessante neue Perspektive eröffnen. Und ich finde es auch immer ganz toll, wenn dann auch noch der Fotograf was dazu schreibt, weil oftmals sind es zwei komplett verschiedene Sachen. Und das ist ja das Schöne, das kommt dann im Buch zusammen. Und du hast auf der einen Seite die Bildstrecke, wie in der Ausstellung, du hast aber auch dann diese Komponente, die dir nochmal wirklich einen neuen Horizont eröffnen kann. Also ich finde schon, ich würde jetzt nie sagen, Texte in Büchern haben nichts verloren. Kommt ja auch immer aufs individuelle Projekt drauf an. Aber oftmals kann man auch sagen, naja, war das jetzt nötig? Ne? Wolfgang? Oder ja, ein literarischer Text könnte natürlich auch, dann hat man irgendwie so, also wenn, also würde ich definitiv keinen Kunsthistorischen den erklären und das jetzt mit einer, das ist auf gar keinen Fall irgendwie so. Also wenn, irgendwie würde ich sagen, wenn man in der Literatur etwas Entsprechendes findet, irgendwie so wie wenn Michael Schmidt bei Waffenruhe irgendwie einer schläft, dann einfach einen Text irgendwie reingepackt hat, irgendwie so, der überhaupt nichts mit den Bildern zu tun hat, aber letztlich ein ähnliches Lebensgefühl transportiert irgendwie auch, dann kann das natürlich irgendwie auch, wenn man da das Passende findet, kann das natürlich eine gute Ergänzung sein, irgendwie so auch. Ist die Frage, ob man es braucht oder nicht, das muss man wirklich prüfen, das muss man checken irgendwie so und also das könnte ich mir vorstellen, also gerade bei den Arbeiten würde ich auf keinen Fall einen erklärenden oder kunstwissenschaftlichen oder so, da kommt man in die falsche Sphäre, finde ich. Es ist ja auch so, wie Richard sagt, das ist ja sein Visual Diary, das ist ein persönliches Tagebuch und deswegen finde ich, der Text, der drin sein sollte, ist von ihm dann. Das ist eine gute Ebene, ja, absolut. Ich denke, der einzige Text, der ja noch reinpassen würde, wäre wahrscheinlich von seiner Frau und Partnerin. Ja. Das wäre eine interessante Ergänzung. Aber Peter Kempiak hatte nochmal die Hand gehoben. Hat sich das erledigt? Ja, eigentlich ja, weil ich hatte den Text jetzt nicht gelesen.
die Frage, die sich mir gestellt hat, wenn das an, die hat Wolfgang Zuborn schon so ein bisschen jedenfalls angekratzt, wenn das jetzt ein, wenn das jetzt, wenn es jetzt mehrere Texte gäbe von Ihnen, Richard Grandeau, die auch eher in die Richtung von Poetik oder Lyrik gehen würden, dann fände ich es durchaus wertvoll, diese auch zu benutzen. Und dann könnten Sie unter Umständen, je nachdem, auch nochmal eine zusätzliche Strukturierung in das Buch vielleicht hineinbringen, wenn man in das Buch überhaupt in Kapitel denken wollte. Ja? Aber das ist dann immer die Frage dessen. Also ich würde da auch jetzt nicht zwanghaft irgendwo aus der Literatur irgendwas suchen, um da was reinzustreuen oder so. Das halte ich nicht für notwendig. Aber wenn es jetzt ein persönliches Buch ist, was wo Sie, ja, das sind ja sehr persönliche Bilder, Ihr Leben im Grunde genommen ein bisschen darstellen, und wenn dazu etwas gehören würde, was halt eben auch textlich wäre, dann würde ich mir das überlegen, ob es nicht wert wäre, das auch zumindest mal reinzustreuen. Ich würde damit nicht die Bilder stören, indem ich die da irgendwie reinpacke oder so, aber ab und zu vielleicht einen Texttrenner könnte ich mir vorstellen. Aber ich halte das nicht für notwendig. Weitere Fragen, Kommentare, Anregungen von den Anwesenden? Mich würde mal was ganz Einfaches interessieren. Wie lange habt ihr gebraucht, um dieses Buch fertig zu machen, also zu dem Stand fertig, oder zu dem Stand halt zu bringen? Also ich habe mich erstmal in dieses Programm eingearbeitet. Ich habe noch nie so ein Buch so gestaltet, sage ich mal, und ich habe 8,5 Stunden gebraucht. Mhm. Ja, so ungefähr, denke ich irgendwie auch. Nee, weil es ist schon irgendwie spannend, dass man am Anfang, man denkt ja manchmal so, dass man jetzt stundenlang, tagelang da sitzt und sich ein Konzept ausdenkt, wie bringe ich die zusammen? Und da muss ich sagen, dass es immer mehr wirklich so diese Arbeit, wie ich es ja beschrieben habe oder wie wir beides beschrieben haben, am Robot. Du hast diese Bilder, und wenn du in die Bilder einsteigst irgendwie so und wirklich die genau interpretierst und da drin ja irgendwie auch dich irgendwie da drin sieht oder deine Arbeitsweise. Also manchmal gehen andere ja irgendwie sehr stark von einem Konzept aus und unterwerfen die Bilder dem Konzept irgendwie so, dass sie sagen, sie brauchen eine Idee. Und ich finde wirklich, da ist ja meine Devise, listen to the photographs, dass man wirklich aus den Bildern raus das Edit entwickelt und dass man deswegen erstmal, also du, die Bilder sind ja da, verstehst du? Es geht ja nicht, dass man sagen, geh los und mach irgendwie Bilder. Die sind ja da. Du hast keine andere Chance, als die Bilder, die da sind, wirklich in den Dialog zu bringen. Und da ist es wirklich sehr wichtig, irgendwie aus diesem, und da sind diese Stufen, diese Schritte, ja, dass ich erstmal diese Bilder sortiere und sage, was ist überhaupt? Wie erzählst du deine Geschichte? Also du gehst intuitiv los und machst die Bilder, die du siehst. Aber wenn wir von außen gucken, können wir die natürlich auch analytisch drauf gucken. Ja? Wie machst du die Bilder von deinen Kindern? Was für eine Art von Bildern sind das? Ja? Es gibt ja viele irgendwie auch Fotografinnen und Fotografen, die auch Bilder ihrer Kinder machen. Da gibt es ja auch einige Vorbilder. Und da sind irgendwie auch zu sehen. Und die sind jedes Mal aber auch ein bisschen anders. Das sind manchmal inszenierte Bilder, manchmal wie Helen de Köpp, die dann fast wie Erwachsene irgendwie dann fotografiert, irgendwie auch so sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und wenn man das dann aber genau interpretiert und sieht, wie du irgendwie die Kinder da siehst, dann ist der nächste Schritt, wie wir die einfügen oder wie ich die einfüge in das Edit, dann auch schon ein bisschen vorgegeben. Dann können die schon nicht typologisch hintereinander irgendwie so auftauchen. Dann können für mich keine zwei Porträts nebeneinander auftauchen, weil die überhaupt nicht in das Konzept passen würden irgendwie so. Ja? Und dann sehe ich irgendwie, wie gehst du mit Räumen um, wie gehst du mit Landschaften um irgendwie so. Und wenn man das dann irgendwie analysiert, und ich dann weiß, dass ich die verschränken will, die Ebenen, dass ich die nicht hintereinander als Kapitel haben will, dann ergeben sich Schritt für Schritt, ein Schritt ergibt sich aus dem anderen. Also das ist für mich dann ein bisschen wie Mathematik irgendwie so auch. Das ist irgendwie auch merkwürdigerweise auf einer gewissen Ebene ist es auch logisch irgendwie so. Klingt jetzt absurd, weil ich ja genau vorher immer gesagt von der Paradoxie spreche, aber da ist trotzdem irgendwie eine Systematik drin. Das ist jetzt nicht, dass man da denkt, ach, ich jetzt Geschmack, ich guck mal, welches Bild mir gefällt, ach, das gefällt mir gut, dann packe ich das da rein. Das ist nicht die Frage. Ja? Also es ist die Frage, da sind verschiedene Ebenen der Erzählung und wie verschränke ich die? Das ist eine ganz klare
gestalterische, ästhetische irgendwie Aufgabe irgendwie, die irgendwie auch für mich sich dann stellt irgendwie so. Und tatsächlich denke ich da selten linear narrativ irgendwie so, fast nie irgendwie so, weil aber wenn Bilder tatsächlich so wären, dass die so angelegt sind, dass die natürlich eine gewisse zeitliche Abfolge, irgendwie eine gewisse klare lineare Narration haben, dann ist es natürlich wichtig, die aufzugreifen. Aber meistens haben es die Bilder nicht. Also meistens irgendwie ist es dann irgendwie, dass dann Bilder, die eigentlich anders aufgenommen wurden, die intuitiv, die direkt, spontan aufgenommen wurden, dass die in ein lineares Konzept irgendwie gedrängt werden. Und wenn das dann passiert, dann geht eigentlich die Kraft gerade dieser Bilder verloren für mich dann. Macht das Sinn? Ja. Ich habe noch eine Frage. Was im Prinzip das Ganze auch wieder deutlich gemacht hat, wir gehen ja immer davon aus, dass wir uns für einen Entwurf entscheiden müssen, weil wir mit diesem einen Entwurf dann, wie gesagt, zum Verleger oder zum Verlag irgendwie gehen. Aber es wäre an sich eigentlich mal ein neues Modell, sich zu überlegen, ja, man macht eigentlich gleich mehrere Bücher. Man macht mit den gleichen Bildern mehrere Bücher, indem man zum Beispiel sagt, Entwurf, Alexa Becker, aber die, ne? Und dann macht man zweiten Band gleich hinterher, Entwurf, Wolfgang Zobern. Und so kann man das im Prinzip mit vielen seiner Bilder, wenn sie natürlich passend sind, also in diesem Falle haben ja diese Bilder auch einen hohen narrativen Wert und sagen etwas über ihre Familie aus, aber andererseits, ich wiederhole es nochmal, sagt es auch etwas natürlich dann über den Gestalter aus, wie er letztendlich auch eben halt die Bilder lesen will. Also ein interessanter Aspekt. Wird natürlich dann auch noch ein bisschen teurer halt einfach, wenn man gleich fünf Bände... So Kassetten, ganz genau. So wie... Würfe irgendwie denken, ich meine... Es gibt ja Fotografen, die immer ihre Bilder wieder neu verwenden. Daido Moriyama verwendet seine Bilder auch immer wieder neu. Also absolut. Dieselben Bilder in x verschiedenen Büchern drin irgendwie so. Also von daher. Und wenn man an Renneke Dreikstra denkt, ne, ich meine, ähnliche Bilder 20 Jahre lang, immer wieder tauchen sie auf. Und das ist schon interessant. Ja, und wir kennen das ja irgendwie von Paul Graham mit seinem Shimmer of Possibility. Da sind natürlich in jedem Band andere Bilder drin. Aber jetzt könnte man ja 11 Bilder machen, 11 Entwürfe machen, immer mit den gleichen Bildern und man hätte irgendwie jedes Mal einen anderen Zugang. Können Sie sich das finanziell vorstellen? Ja, ja klar. Warum nicht? Man lebt ja nur einmal, oder? Ist alles vergänglich. Eine Frage auch bezüglich der Produktion der einzelnen Fotos, weil das ja auch Momente sind, wo man das Gefühl hat, das wird schnell gesehen und da ist man nah dran und das ist ganz intim. Wie wurden denn die Bilder fotografiert? Handy, mit der Kamera, mehr? Nein, also es sind drei Kameras verwendet worden. Also die Landschaftsaufnahmen wurden mit einer Nikon Z7 gemacht, kann man ja so sagen. Und die ganzen Kinderporträts, für die habe ich eine Ricoh GR3 und die GR3X. Also das ist eigentlich so mein Setup. Die zwei habe ich immer dabei. Und das ist halt eine Schnappschusskamera in dem Sinne. Und da entstehen halt viel einfacher solche Momente, als wenn ich jetzt mit irgendeiner dicken Kamera hier rumlaufe und da versuche, das einzufangen, ist unmöglich. Also vielleicht wäre es möglich, aber die Ausbeute wäre einfach viel zu gering. Also es ist tatsächlich ähnlich wie in der Street Photography. Also man im Endeffekt weiß man ja irgendwann schon, ja, jetzt da passiert jetzt irgendwas. So, das hat man ja irgendwie im Gefühl. Und dann muss man einfach nur im richtigen Moment halt auch intuitiv richtig auslösen. Ja. Also ist ja nichts anderes bei den Kindern. Und die spielen ja, die sind ja so in ihrer Welt, ist ja anders als bei Erwachsenen. Die, selbst wenn die mal merken, dass sie fotografiert werden, die schauen mal kurz. Ja, und dann ist es halt wieder weg und die spielen halt weiter. Und ich habe halt wesentlich mehr Möglichkeiten, hier solche Bilder zu machen, als jetzt mit Erwachsenen. Ich glaube, bei Erwachsenen wird es schwerer sein, meiner Meinung nach. Ja, die Kinder können sehr glücklich sein. Mein Vater und meine Mutter haben mich selten fotografiert. Deswegen ist es gut, wenn man irgendwie einen Vater oder eine Mutter hat, die permanent irgendwie die Kamera hält. Die Kinder werden es dann später danken. Na, ich hoffe, weil manchmal sind sie schon genervt, da muss ich aufhören, weil ich will sie ja nicht nerven.
Ja, das stimmt. Das hat mir Lynn Schröder hat mir das erzählt. Das ging so weit, dass sie irgendwann gesagt hat, wenn sie irgendwelche Dinge inszenieren wollte, wie viel gibst du? Wie viel Butcher, wie viel Bonbons kriegen wir? Das habe ich auch schon mal gemacht. Das funktioniert. Aber es kommt nichts Vernünftiges dabei raus, weil das geht nur, wenn es von der Rückenansicht fotografiert ist, weil sobald das Gesicht drauf ist, ist es einfach inszeniert und Kinder können nicht reagieren, wenn man sagt, jetzt schau doch mal ein bisschen so. Ja, die verstehen das natürlich nicht. Also wie Kinder meinen, dass sie auf Fotos ausziehen und wie sie wirklich ausziehen, das sind oft zwei Paar Schuhe. Ne? Aber ja. Ja, gibt es noch Fragen? Letzte Fragen, Kommentarrunde hier und auf Facebook. Also ich wollte noch kurz sagen, dass ich das so eine tolle Idee finde, einfach diese Arbeiten von zwei Menschen neu sortieren zu lassen, weil ich stelle mir das so spannend als Fotograf vor, einfach diese Entwürfe zu sehen, egal wie sie dann aussehen, aber einfach mal den Blick von außen auf die eigene Arbeit zu bekommen. Also ich finde das eine wirklich wunderbare Idee. Ja, kann ich nur unterschreiben, sehr schön gesagt. Also es ist wirklich so. Es ist spannend. Fotografiert es ja mit einem Gedanken und man sortiert ja im Kopf ja auch irgendwie und macht sich ja Gedanken. Aber das dann ohne große Erklärung zu sehen, also die unterschiedlichen Entwürfe und wie mit dem eigenen Bildmaterial umgegangen wird und was die anderen Menschen dann da drin sehen, das ist natürlich unendlicher Mehrwert für einen selber. Weil man halt auch sieht, ob das Ganze dann ankommt. Ja, das direkte Feedback hat man ja oft nicht. Wenn das Buch mal verkauft ist, dann weiß ich ja nicht, was die da empfinden, wenn die das lesen oder anschauen. Aber so hat man das direkte Feedback und das finde ich sehr wertvoll. Vielen Dank auch nochmal für die Mühe und die Stunden. Ich glaube, das ist ja gerade bei dieser Fotografie, also so wie Sie den, das sehr persönliche, intuitive, dass es oft wirklich super schwer ist, dann den Weg zu finden, irgendwie auch etwas aus diesen Bildern zu machen, ja? Das zu einem Buch zusammenzufassen, zu einer Serie. Also gerade wenn man natürlich auch nicht in akademischen Zusammenhängen, also auch nicht von außen gefordert wird, irgendwie, dass man, wenn man da als Amateur irgendwie so in seinem eigenen Saft brät, irgendwie so, ist es ja oft mega schwer, irgendwie da die Distanz zu finden, oder? Ich meine, die meisten, gibt so viele, denen man auch begegnet, irgendwie, die dann ja total lost und hilflos irgendwie da drin sind. Also du merkst irgendwie so, dass du einfach den Drang hast, das zu machen, die Intensität, du sagst ja auch, du machst es schon seit 5 Jahren irgendwie auch, was ja, und das ist ja eine Intensität und eine Leidenschaft drin, irgendwie, man spürt ja auch, dass bei den Fotografien, bei jedem Bild du präsent bist, irgendwie so, aber dann ist es, glaube ich, trotzdem schwer, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, irgendwie damit nach außen zu gehen und zu sagen, hier ist mein Werk, oder? Wie war das für dich innerhalb dieser 5 Jahre jetzt? Schon schwerer, sage ich mal, wenn man jetzt nicht aus dem akademischen Umfeld kommt. Vielleicht wäre es da sogar noch mal schwerer, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber es ist halt doch so, dass man sich selber immer wieder in Frage stellt. Und seine eigene Arbeit immer wieder in Frage stellt. Und dann am Anfang fängt man natürlich an, irgendwie Vergleiche zu ziehen. Und man vergleicht halt, man schaut sich die anderen, die Arbeiten von anderen Fotografen an und kommt dann schnell in den Wald. Weil da kommen einfach Fragen wie, ja, aber was ist das Thema? Was ist das Konzept? Und du hast faktisch kein Konzept. Es ist einfach dein Leben. Du fotografierst es, weil du das Bedürfnis hast da draußen, das zu fotografieren. Und du siehst etwas in deinen Bildern, aber das dann zusammenzubringen zu oder erklärbar zu machen für jemand anderen, der immer einen Sinn in deinen Bildern sucht, weil sonst müsste er sich das auch nicht anschauen, weil es muss ja heutzutage alles irgendwie so einen Sinn ergeben, gefühlt. Und wenn du das nicht erklären kannst, natürlich stehst du erstmal da irgendwie wie ein Trottel. Das muss man schon mal so sagen und stellst dich dann selber irgendwie in Frage. Aber das habe ich halt abgelegt schon vor einer Zeit. Also ich vergleiche mich nicht und ich mache halt das, weil ich das Bedürfnis da habe. Und es ist mir auch jetzt im Grunde egal, ob jetzt jemand anderes das anders machen würde in dem Sinne. Konstruktive Kritik natürlich, klar, die nimmt man an, aber man muss das schon selektieren heutzutage, finde ich. Also man kann jetzt nicht alles annehmen, weil das wird einen selber irgendwie fehlleiten, finde ich. Aber das ist auch der Vorteil des Amateurs. Also deswegen, weil du sagst, irgendwie, wenn du Akademie bist, ist immer die Frage, ob man dann wirklich auch seine Fotografie so weiter irgendwie durchsetzen kann. Also das ist wirklich, das kann ein Vorteil sein,
irgendwie so, auch da, also wenn man das schafft, irgendwie auch, dann sich nicht zu verlieren, irgendwie so, dass man eben den Punkt findet, irgendwie auch, irgendwie damit umzugehen, da, die eigenen Bilder umzusetzen zu etwas, damit nach außen zu gehen, einen Dialog zu schaffen. Wenn man das schafft, kann das irgendwie, können gerade aus diesem Amateurkontext irgendwie auch hervorragende Arbeiten entstehen, die irgendwie auch eben nicht irgendwie stilistischen Leitlinien folgen oder so. Es kann eine Freiheit sein, es kann auch lost sein. Also das ist sehr schmal aneinander. Ja, aber es ist, es klingt so, wie du das sagst, Richard, klingt das so wahnsinnig erfrischend. Und man muss auch nochmal so klarstellen, der Begriff Amateur ist jetzt nicht unbedingt jetzt negativ irgendwie behaftet, sondern wenn man den übersetzt, heißt es der Liebende. Und wenn man irgendwie in den Beginn des 20. Jahrhunderts schaut, waren eben halt gerade die bezeichneten Amateure, ja, und gerade hier in Hamburg waren die Amateure diejenigen, die eben halt wirklich die Fotografie-Szene bestimmt haben. Also, aber es klingt wirklich, wirklich sehr erfrischend und die permanente Reflexion darüber, wo stehe ich, wo stehen die anderen, kann einen gerade bei so einer stark emotional geprägten Fotografie so hemmen, dass man am Ende dann irgendwie wieder sagt, nee, ich mach's nicht. Aber deswegen fand ich jetzt das auch wirklich sehr erfrischend, wie du das gesagt hast. Danke, Ingo, danke. Ja, es ist auch eine Frage des Ziels. Also ich meine, wenn ich jetzt mit Auftragsarbeiten irgendwie kommerziell erfolgreich werden will, dann ist das vielleicht eine andere Herangehensweise, als wenn ich sage, ich will für mich selber diese Private Diaries machen und Bücher machen und jemand anderen in mein Leben lassen und das teilen und die Emotionen teilen, dann ist das ja ein anderes Ziel. Und dann kann es mir erstmal egal sein, ob der andere Emotionen wählen würde und die Bilder anders gemacht hätte. Er kennt es ja gar nicht. Es ist ja individuell, es ist ja mein Bild und meine Sichtweise. Somit kann man eigentlich nicht verlieren. Das Einzige, was man verlieren kann, ist, wenn man sich halt davon abbringen lässt, ja, durch externe Einflüsse, ist meine Meinung nach. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke allen, ja, unserem Gast heute, Alexa Becker, ja, für die Mühe, den Entwurf, genauso für Wolfgang und für Richard, die Arbeiten hier zu zeigen, für alle, die sich beteiligt haben. Ich bedanke mich auch nochmal bei OFFO Mannheim, unser Partner hier, weil über die haben wir ja auch den Call ausgerichtet und wir haben ja jetzt ja auch eine quasi Rhein-Neckar-Ausgabe mit Alexa gehabt und das wird nicht die letzte gewesen sein. Wir machen eine weitere am 3. März. Da haben wir als Expertin zu Gast Silvia Ballhause und Silvia und Wolfgang nehmen sich den Fotografien von Miriam Starnke an. Also das kann man sich schon vormerken am 3. März. Und für alle diejenigen, die diese vergleichenden Formate lieben, wir machen ein weiteres Experiment, angeregt von dem Erfolg der Editing Challenge, machen wir eine Exhibition Challenge. Wir haben jetzt dann nächste Woche eine fertige Arbeit, zwei Kuratoren und einen Ausstellungsraum. Das ist das Foxy, das Ingo Taubhorn kuratiert in Hamburg. Und diese Kuratorenteams haben freie Hand, ja, mit dieser Arbeit in dieser Örtlichkeit zu machen, was sie wollen. Und wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Nächste Woche live findet man auf unserer Webpage und werden wir dann auch entsprechend inzwischen teilen. Ja, herzlichen Dank. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Okay. Danke, ciao. Dankeschön. Tschüss. Ciao.